Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes. Und zwar nicht den Gameboy Spieleberater, nein, Gameboy Spieleberater 2. Ich habe den zusammen mit dem Super Nintendo Spieleberater 2 von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich suchte die schon echt lange, weil die beiden Zweierteile nämlich relativ selten sind. Beziehungsweise, ja, selten vielleicht nicht, aber nicht ganz so üblich wie die ersten Teile, weil die natürlich wesentlich später kamen als die normalen Spieleberater, weil die dann damit dann einfach die größere Bandbreite an Spielen natürlich abgedeckt haben. Und die Auflagen waren anscheinend nicht ganz so groß und deswegen sind diese Berater auch relativ schwieriger zu finden und etwas teurer, beziehungsweise Betonung auf zum vernünftigen Preis vernünftig zu finden. Also ihr kriegt die auch bei eBay locker als Sofortkauf, zumindest jederzeit, also relativ oft zumindest. Nur die Preise, die da aufgerufen mehr sind natürlich denn jenseits von gut und böse, und deswegen bin ich so froh, dass ich endlich die beiden habe. Ja, und ich habe ja im Community-Tab mal kurz eine Abstimmung gestartet, welchen ihr von den beiden als erstes sehen wollt, und der Gameboy hat, glaube ich, mit 60% gegen 40% ungefähr gewonnen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich den Super Nintendo Spieleberater 2 nicht zeigen werde. Der wird dann quasi als der nächste Blätterfolge natürlich kommen. Aber ich bin so aufgeregt. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich habe bisher nur einmal ganz, ganz grob durchgeblättert, was für wunderbare Spiele uns hier erwarten. Wie gesagt, ich habe leider mal geguckt, ob ich hier ein Datum finde. Ach, 94. Okay, gut. Ich glaube, der erste ist relativ zum Startanfang erschienen. Also der müsste auf jeden Fall 3 oder auf jeden Fall 2 Jahre später erschienen sein. Und dadurch werden hier natürlich nochmal ganz andere Spiele abgedeckt. So, was haben wir? Wir haben verschiedene Kategorien. Mario und Freunde, Kirbys Traumwelten, Puzzle Fun, Action Adventures, Disney Helden, Sport, Action und ein dickes Super Gameboy Special. 144 Seiten erwarten uns hier. Und ich würde sagen, bevor ich hier noch groß so rumschnacke, ich schaue einfach mal rein. Wie immer, ich werde es mal so ein bisschen durchblättern, ein, zwei Sachen sagen. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein längeres Video als die Club Nintendo Ausgaben werden. Aber nun gut, fangen wir an. Ich bin ganz, ganz kribbelig auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch, weil den sieht man wirklich nicht ganz, ganz so oft. Ja, als erstes starten wir natürlich Donkey Kong. Ich muss sagen, Donkey Kong kennt natürlich jeder. Und zwar war das ja der Spielhallentitel Donkey Kong, wo Mario als erstes aufgetreten ist. Und dadurch kommt der Charakter. Ihr kennt wahrscheinlich selber alle die Bilder mit diesen verschiedenen Ebenen und dass da Mario sich dann entsprechend hochkämpft. Ja, und das wurde natürlich auch auf den Gameboy portiert. Aber vom Namen her würde man natürlich erstmal vermuten, okay, das ist einfach das Arcade-Spiel portiert. Haben sie eine schnelle Mark gemacht quasi oder einen schnellen Euro heutzutage. Aber dem ist nicht so. Das Spiel ist sehr, sehr gut. Ich habe es leider noch nicht in meiner Sammlung. Deswegen habe ich jetzt auch keine tiefergehenden Spielekenntnisse leider. Aber sicherlich, das kommt irgendwann in meine Sammlung noch. Das auf jeden Fall. Und zwar haben sie das so ein bisschen aufgepimpt. Also das Grundspielprinzip, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist natürlich das gleiche, dass ihr verschiedene Ebenen habt, euch hochkämpfen müsst. Und die ersten, puh, 4 Level, glaube ich, die sind auch noch so fast original wie das Arcade, aber dann wird es etwas komplexer mit verschiedenen Stages und so weiter. Also die haben wirklich nicht nur ganz einfach dieses alte Spielprinzip portiert, sondern auch wirklich aufgebaut. Und darauf aufgebaut, wollte ich sagen. Also ihr seht es, ganz verschiedene Ebenen und der Level. Ich glaube, dass die Arcade-Version original hatte, boah, lass mich lügen, ich glaube 4 Level, ja. Sagt 4 und zeigt 3. Panda. Ja, auf jeden Fall. Und hier sind natürlich wesentlich komplexere. Das wird, denke ich mal, vom Spielablauf auch noch ein bisschen abwechslungsreicher. Wie man hier sieht, sind die Stages hier mittlerweile ganz anders aufgebaut als jetzt diese einzelnen Plattformen einfach. Wie gesagt, ich habe leider bisher da noch nicht groß reingespielt, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich mir das auch irgendwann bald mal hole. Weil was man hier so sieht, sieht schon echt geil aus. Ne? Natürlich, okay, die typischen Stages natürlich, Eismeer, gerade hatten wir Wüste. Okay, gut, hier in den Wolken auf einem Flugzeug ist natürlich etwas kurioser auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass der wirklich sehr, 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 sehr eingehend drauf gegangen wird. Also da sieht man wirklich mal nochmal den Unterschied zu jetzt, ja,
Heute würde man das sagen, ist ja im Prinzip eine Werbebroschüre, dieses Heft. Aber hier hat man wirklich noch ein bisschen versucht, Service zu machen, ein bisschen Lösungshilfe noch mit beizulegen und so weiter. Dass selbst wenn ihr das Spiel schon habt, dass euch dieser Spieleberater weiterbringt. Das würde man heutzutage nicht mehr so machen. Wenn man nicht weiterkommt, schnell eine Google-Suche, dann hat man es denn meistens. Eigentlich schade fast. Ne? Dann, ich kenne das doch bestimmt auch so. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt und eben weil man ja so schnell an diese Informationen kommt, dann hat man so, man googelt dann doch eher mal nach der Lösung oder irgendwie sowas. Zumindest geht das mir, weil ich einfach gar nicht mehr die Zeit habe, dass ich mich stundenlang um irgendein kleines Rätsel oder sonst was zu kümmern. Und das ist ein bisschen eigentlich schade, weil so ein bisschen Spielspaß nimmt es ja auch weg. Ne? Aber gut, damals war man teilweise echt aufgeschmissen. Das war Donkey Kong auf jeden Fall. Dann kommen wir hier zu Wario Land. Ja, das habe ich schon gespielt. Ja, da scheiden sich natürlich die Geister. Manche finden das Spiel herrlich. War natürlich ein super Übergang, weil jetzt Super Mario Land 2 natürlich so ein Top-Titel ist. Also meiner Ansicht nach ist es der beste Plattformer oder Jump'n'Run-Titel, je nachdem, wie man das definieren will, für den Game Boy. Und anstatt natürlich jetzt dasselbe nochmal zu nehmen und einen Tick besser zu machen, haben sie sich hier entschieden, halt einen ganz anderen Weg zu gehen. Und das finde ich halt super. Also Wario, der tauchte ja in Super Mario Land 2 als erstes als Fiesling auf und hat halt hier sein eigenes Spiel bekommen. Und ist natürlich wieder ein Plattformer, klar, Mario-typisch und so weiter. Aber der Wario ist natürlich, man sieht, ein bisschen kräftigerer Typ, sage ich mal. Da steuert sich natürlich auch viel anders als jetzt Mario. Ist ein bisschen schwerfälliger, die Upgrades sind anders. Also es ist kein schlechtes Spiel, das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber mir persönlich gefiel jetzt Super Mario Land 2 und 1 auch, muss ich sagen, irgendwie besser. Aber es ist schon geil, dass es wirklich bei Super Mario Land 1, 2 und 3, auch wenn das natürlich nur im Untertitel jetzt den Dreier-Titel hat, dass jeder Titel auf den Game Boy, wo man sagt, so einfache Technik und so weiter, dass die so unterschiedlich und auch so fühlbar einzigartig sind. Ne? Obwohl es dieselbe Serie ist, ist es nicht nur ein Grafik-Update und ein, zwei neue Spielelemente. Es hat jedes Titel wirklich seinen eigenen Stil. Also find ich wirklich sehr, sehr schön. Auch hier natürlich die verschiedenen Übersichten und Tipps und so weiter. Also gut, Story ist halt, dass ihr Wario spielt nach Super Mario Land 2, seid ihr geschlagen und seid auf dem Schiff unterwegs und seht dann halt, dass Piraten irgendwo einen großen Schatz horten. Und den wollt ihr natürlich haben, weil ihr seid Wario und böse und Gold und ne? Sowas halt. Die Grafik finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön auch, weil die Sprites sind groß und sieht klasse aus. Also ich will es nicht sagen, um Gottes Willen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Aber mir persönlich gefällt Super Mario Land 2 von den allen Teilen am besten. Aber das ist natürlich, wie gesagt, Geschmackssache. Bei mir liegt es natürlich vor allem daran, dass ich Super Mario Land 2 auch damals gespielt habe und gesuchtet habe. Und ich glaube, als nächstes kommen wir sogar schon dazu. Genau. Wunderbares Spiel, wunderbare Grafik, ist natürlich jetzt grafiktechnisch eher an den Super Nintendo orientiert gewesen, was halt im Gegensatz zum ersten Super Mario Land Teil noch, da gab es das Super Nintendo ja noch nicht und da hat man sich daran orientiert. Und das war quasi so der neue Mario-Stil, was ich jetzt hier sehr schön finde. Ihr seht ja diese Übersichtskarte hier, dass es hier so viele verschiedene Welten gibt, die man auch in freier Reihenfolge abspielen kann. Also es gibt hier diesen Mini-Mario, wo über so einen mechanischen Mario geht, also nicht Mini-Mario, sondern es ist ein riesen Statue-Mario, der halt mechanisch ist und ihr geht halt da rein und könnt halt verschiedene Sachen machen über so ein Zahnräder. Oder hier haben wir eine Halloween-Welt. Wo natürlich alles so ein bisschen Halloween und gruselig gemacht ist. Und es gibt so eine Mondwelt hier oben oder hier diese Hauswelt, finde ich super, weil ihr so auf Ameisengröße geschrumpft seid und euch da durchkämpft. Also es ist wirklich super kreativ und das finde ich halt so klasse. Ne? Es ist einfach nicht nur so ein bisschen das Pilzkönigreich und okay, da haben wir die Wüstenwelt, da haben wir das Welt, hier haben wir das Welt, sondern es ist wirklich super, aber wirklich super abwechslungsreich. Ne? Da haben wir wie gesagt, die Eislandschaft und die Wüstenlandschaft und so weiter, sondern da haben sie sich echt ausgetobt. Und gefühlt ist das ja wirklich so, oder zumindest mein Gefühl, dass sich die Entwickler da auf den Gameboy kreativ zumindest mehr ausgetobt haben. Vielleicht haben sie sich irgendwie gedacht, okay, die technischen Hürden, die sind da nicht so hoch, da können wir mal ein bisschen mehr reinklotzen oder uns vielleicht mehr auf das Design konzentrieren als auf die technische Gestaltung oder so, ist natürlich jetzt nur eine ganz, ganz grobe Vermutung. Es muss natürlich nicht mal ansatzweise sein.
könnte vielleicht sein. Also zum Beispiel auch bei Link's Awakening, da gibt es auch diese Vorgeschichte, da komme ich gleich zu, am besten nicht, dass ich hier wieder durcheinander komme. Auch die Bosse hier, ne? So die kleinen, drei kleinen Schweinchen oder... herrlich einfach, herrlich. Ich mag das Spiel. Es hat einen super Soundtrack, es ist super zu spielen irgendwie, macht einfach Spaß und das ist so die Hauptsache, ne? Und ja, kommen wir zum weiteren Klassiker, Kirby's Dream Land. Das war ja der erste Auftritt von Kirby, heutzutage ja gar nicht mehr aus dem Nintendo Line-Up wegzudenken. Und auch hier so die Basics hat er drauf, sondern natürlich noch nicht alle Fähigkeiten. Also zum Beispiel konnte er jetzt noch keine Gegner einsaugen und die Fähigkeit übernehmen. Also das Einsaugen geht, aber nur nicht das Fähigkeiten übernehmen. Das kam, glaube ich, dann erst im NES-Teil, der danach kam. Und natürlich in Kirby's Dream Land 2 ist es dann natürlich auch schon drin. Wunderbares Spiel. Kirby-Spiele sind eigentlich, mir fällt zumindest aus dem Kopf jetzt keins, einer dieser klassischen Plattformer-Kirby-Spiele, die jetzt nicht empfehlenswert wären. Weil es ist auch schon diese Gestaltung, diese Musik, ihr habt da so wirklich so einen super gute Laune-Track drin immer. Wer ein Kirby-Spiel schon mal gespielt hat, der weiß, dass sie so einen ganz eigenen Stil haben. Herrlich. Und auch hier werden natürlich wieder die einzelnen Sachen vorgestellt. Hier zum Beispiel dieser Baumend Gegner. Ich glaube, der hat irgendeinen Namen, oder? Stumpf. Okay. Der taucht ja also gefühlt jedem Kirby-Spiel auf. Das ist auch schon fast so ein Markenzeichen irgendwie. Eigentlich auch herrlich, oder? Dass der erste Endboss zum Markenzeichen von einem Spiel wird. Herrlich. Ja, dann geht es natürlich weiter. Wie gesagt, ich will das Video nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Deswegen gehe ich auf diese ganzen einzelnen Levelbeschreibungen jetzt auch nicht immer so arg ein, weil sonst sitzen wir da wieder als morgen noch. Ja, Kirby's Pinball, das ist auch ein super Spiel. Das war ja auch wirklich so damals so ein bisschen die Zeit. Es gibt ja auch zum Beispiel Pokémon Pinball und sowas, wo einfach auch mal ein Franchise genommen wurde und in ein anderes Genre verfrachtet wurde. Und das ist halt, ja, wie der Name schon sagt, ein Flipperspiel. Aber mir hat das persönlich sehr gefallen. Ich bin nicht so unbedingt der Flipperspieler, aber hier haben sie es halt gut aufgepeppt, weil es gibt verschiedene Tische und ihr könnt Verschiedenes erledigen. Es gibt hier sogar, wie man hier sieht, so ein bisschen Bosskämpfe quasi. Also es wurde diese klassische Flipper-Formel genommen und hat einfach so sinnvoll erweitert, auch den Franchise angemessen erweitert. Also wer sich so ein bisschen für Flipper-Spiele interessieren kann und jetzt nicht komplett sagt von wegen, boah, geh mal weg mit dem Scheiß, dann mit diesem Ball da rum oder Kugel da rumschießen und so weiter, würde ich euch dieses Spiel echt mal empfehlen. Guckt da mal rein. Ich glaube, das ist auch Spiel auch nicht teuer, das kriegt ihr relativ günstig und spielt da einfach mal rein oder natürlich mit einem Emulator, je nachdem. Lasst euch nicht von diesem Pinball abschrecken, weil das halt wirklich nicht nur dieses sture Pinball ist, sondern sinnvoll erweitert wurde. Das war jetzt mein Plädoyer dafür. Yoshi's Cookie, ja, auch eines dieser zahlreichen Puzzle-Spiele auf dem Gameboy, wo irgendwelche Nintendo-Charaktere verwustet wurden und alles sind irgendwie so, ne, irgendwas fällt von oben nach unten und man muss es kombinieren. Ich habe da auch schon den Test zugemacht, aber ehrlich gesagt, die sind ist ja gerade selber peinlich. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wie hundertprozentig das Ding war. Also es war auf jeden Fall so, dass das halt man die Reihen tauschen musste. Ich glaube, man musste glaube ich, eine ganze komplette Reihe kombinieren mit denselben Symbolen. Also ihr habt verschiedene Keks-Symbole und die müsst ihr halt komplett kombinieren. Also eine komplette Reihe, entweder waagerecht oder senkrecht. Und dann verschwindet die. Und um das zu erreichen, könnt ihr halt die verschiedenen Reihen tauschen. Also entweder könnt ihr senkrecht die reintauschen oder halt waagerecht tauschen. Und so müsst ihr halt immer hin und her switchen, wie die Steine liegen, damit sie dann verschwinden und halt die Dinger kommen automatisch von oben nach unten. Das heißt, ihr steuert nicht wie bei Tetris die Steine, die von oben nach unten landen, sondern ihr steuert quasi das Spielfeld und müsst damit das Ganze kombinieren. So, Mensch, Panda. So kompliziert ist es gar nicht, aber solche vermeintlichen einfachen Spielprinzipien, die man intuitiv erfasst, finde ich immer sehr, sehr schwer mit einfachen Worten zu erklären irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, Mario und Yoshi, wieder eins dieser Puzzle-Spiele. Also Yoshi's Cookie finde ich gar nicht so schlecht. Kann man gut spielen, aber es gibt natürlich eine Flut von diesen Spielen. Auf jeden Fall ist es besser als Mario und Yoshi. Da ist es nämlich so, dass ihr hier auch quasi das Spielfeld steuert und hier unten seht ihr quasi ja Mario. Und es gibt halt das Spielfeld, es gibt hier diese verschiedenen senkrechten Ebenen, sage ich mal. Die sind auf so Tellern und ihr seid später Mario und müsst halt diese tauschen.
Und auch hier steuert ihr nicht die Sachen, die von oben nach unten fallen, sondern ihr müsst halt dann entsprechend unten immer die Teller quasi vertauschen und drehen. Und dadurch könnt ihr halt Sachen kombinieren. Wieder halt, also viel ist ja wirklich so nach dem Motto, ja, wir nehmen das Tetris-Prinzip, das ist ja so erfolgreich, zu Recht natürlich. Und wir packen Nintendo-Charakter drauf und verändern das Spielprinzip etwas und dann passt das schon. Also da gibt es ja wirklich viele, viele Spiele. Mrs. Pac-Man. Ja, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber so auf den ersten Blick sieht es wie Pac-Man aus. Und das wäre vielleicht auch eine Sache für Nerd-Geständnisse. Es gibt ja diese tolle Videoserie, wo auch verschiedene, auch andere Kollegen schon Videos gemacht haben, die so Geständnisse eines Nerds aufnehmen, wo man dann halt sagt, keine Ahnung, ich mag Star Wars einfach nicht oder so zum Beispiel, wo man eigentlich sagt, du bist ein Nerd, das musst du doch mögen. Und Pac-Man... So als Spiele-Nerd sage ich mal, wo ich noch nie war. Ich habe noch nie irgendwie die Faszination empfunden. Ich habe es natürlich auch schon damals gespielt, wo auch quasi die Hochzeiten waren, aber ich wurde damit so nie richtig warm. Also nie so richtig Fan von diesem Spielprinzip gewesen. Ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Aber das sieht jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht wie eine große Aufpimpung, sage ich mal, des Spielprinzips aus, wie zum Beispiel Donkey Kong, was wir ja vorhin hatten. Ja... Pac-Man. Wie gesagt, ich kann das leider jetzt auch nicht groß was sagen, aber wie gesagt, die Bildschirme sind wahrscheinlich nur, dass die Labyrinthe dann halt immer verschieden sind. Ja, Link's Awakening. Hey! Aber ganz ehrlich, wenn ihr irgendwer seid, der meinen Kanal einigermaßen relativ regelmäßig schaut, weiß, dass es mein liebstes Gameboy-Spiel aller Zeiten ist und ich quasi in jedem Video, was sich irgendwie um Gameboy dreht und einigermaßen frei labern lässt mich, dass ich das irgendwie anbringe. Deswegen werde ich jetzt gar nicht jetzt so genau eingehen. Wir haben natürlich jetzt auch das Remake gehabt vor ein paar Monaten. Nein, nicht ein paar Monaten, vor 2 Monaten war das. Vor ein paar Wochen, sagen wir es so. Und ist natürlich ein wunderbares Spiel. Ich habe es damals geliebt und auch mehrmals durchgespielt, was für mich relativ unnormal ist, weil ich nicht so der Typ bin, der Spiele jetzt dauernd durchspielt. Ich habe es geliebt, das Remake ist super gelungen. Ja, und da kann ich jetzt aber auch die Story, die ich vorhin angedeutet habe, nochmal anbringen. Und zwar gibt es den Kanal Gaming Historian, der hat einen super, super Film oder eine kleine Dokumentation, sage ich mal, über die Entstehung von Link's Awakening gemacht. Und das ist sehr faszinierend, weil... Und das merkt man bei diesem Spiel auch an. Und zwar war es quasi ein... Es war gar kein Zelda für den Gameboy geplant, weil die alle gedacht haben, hier, die Technik, das bringt nichts, da wird nichts Vernünftiges draus kommen. Aber ein Entwickler, der hatte da Bock drauf und hatte eine Idee drauf und hat einen Prototypen gebaut und dann hat sich Nintendo halt irgendwann da überzeugen lassen und haben denen kreative Freiheit gegeben. Und deswegen fühlt sich dieses Spiel auch so fantastisch an, weil die ganzen Entwickler da wirklich Bock drauf hatten. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es beim anderen Spiel kein Entwickler jetzt wirklich Bock drauf hatte, aber die hatten eine relative Narrenfreiheit, konnten sich entfalten und deswegen sind zum Beispiel auch Yoshi-Puppen da irgendwie eingebaut und so weiter. Und das merkt man dem Spiel an, dass das wirklich mit viel Liebe gemacht wurde, finde ich. Da kann man auch durch einzelne Dungeons. Boah, hier die Adlerfestung, ne? Das finde ich der nervigste Dungeon überhaupt, weil ihr so in verschiedenen Ebenen denken müsst, weil ihr nämlich so, ja, wer es nicht kennt, so Säulen zum Einstürzen bringen muss, damit, das ist ein großer Turm, damit mit die ganzen einzelnen Ebenen quasi sich stauchen und ihr da durchkommt. Und da in der richtigen Reihenfolge, wie ihr diese Säulen zerstört und so weiter, boah, ey, ich sag euch, da habe ich echt ewig dran gebraucht, aber ewig. Mystic Quest, ja, das ist wirklich ein Spiel, auch ein Spiel, was in die Kerbe von Link's Awakening schlägt, kam früher auch auf den Markt, ist an mir damals echt vorbeigegangen. Finde ich wirklich sau schade. Ich habe das ja, vor 2 Jahren ist das glaube ich schon, ne? Wurde immer wieder empfohlen von euch. Ich habe bei Mystic Quest, dachte ich immer, das wäre die Portierung von diesem Super Nintendo Mystic Quest gewesen. Und das kannte ich ja und dachte mir, ja, wozu brauchst du das auf dem Gameboy, ne? Also, dass es im Prinzip abgespeckt angepasst ist. Wäre, denke ich mal, jetzt technisch auch möglich gewesen, weil das Mystic Quest ja auf dem Super Nintendo bis auf die Grafik jetzt kein überkomplexes Spiel war. War natürlich was ganz anderes, ging eher in Richtung Zelda und fantastisch. Also ich muss sagen, gut, manche sagen natürlich, die damit aufgewachsen sind, ist besser als Zelda, finde ich persönlich natürlich nicht. Persönlich finde ich auch neutral betrachtet nicht unbedingt, aber
wie es bei diesen alten Spielen so ist. Die Nostalgie, die färbt natürlich die rosa-rote Brille, sage ich mal. Aber es ist ein wunderbares Spiel. Hat viel, viel Spaß gemacht zu spielen. Hat natürlich für mich gesehen ein paar kleine Krankheiten, wie zum Beispiel viel Verbrauchsmaterialien. Man braucht diese Spitzhacken, kann ich mich ja daran erinnern, um diese Wände da einzureißen. Und das ist irgendwie so, so nervig. Und dann haben wir mal wieder vergessen, die Spitzhacken zu kaufen. Und naja, aber auf jeden Fall. Schönes Spiel, aber ich denke mal, das weiß jeder, der sich ansatzweise auch nur mit Gameboy beschäftigt. Auch ein schönes Spiel, DuckTales 2. Da würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, das ist ja auch für das NES erschienen, das in der Gameboy-Variante zu kaufen, weil da ist das Spiel nämlich relativ, oder nicht günstig, aber günstiger als die NES-Version auf jeden Fall, weil die ist anscheinend noch etwas seltener. Ist im Prinzip DuckTales, der erste Teil war schon ein super Spiel und im Prinzip dasselbe, was noch ein bisschen weitergeführt wurde. Also Grafik ist ungefähr gleich. Ich glaube auch nicht, dass jetzt großartig, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass jetzt neue Fähigkeiten von Dagobert da dran kamen. Natürlich der herausstehende Fähigkeit von Dagobert ist natürlich dieser Pogo-Jump, wo er auf seinen Gehstock so bop, 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 wie so ein Pogo-Stick rumspringen könnt. Verschiedene Welten wieder eingebaut. Schönes Spiel, wobei für mich natürlich so ein bisschen der erste Teil noch ein Tick besser ist. Aber es liegt einfach auch daran, dass ich den ersten Teil auch damals hatte und wirklich gesuchtet habe ohne Ende. Super, super Spiel, lässt sich sehr fluffig spielen. Und beim zweiten Teil, den hatte ich natürlich nicht. Und wie gerade erwähnt, da ist die Nostalgiebrille natürlich auch relativ stark. Denn wie gesagt, hier verschiedene Sachen und so weiter. Also im Prinzip relativ faulen Nachfolger so gesehen, weil an der Grafik wurde nicht viel getan und dasselbe halt in grün. Aber wenn euch der erste Teil gefallen hat, dann ist der zweite Teil auf jeden Fall auch was für euch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, wo ich jetzt so ein bisschen mich wundere, okay, die haben ja diese Disney-Thematik. Mickey's Dangerous Chase, das war auch ein relativ früher Titel. Man sieht es an der Grafik, die sieht nur relativ simpel aus. Ja, ist im Prinzip ein Mickey-Maus-Plattformer. Ja, ist jetzt so gesehen, finde ich persönlich jetzt nichts Besonderes. Hat natürlich gut, wer auf Mickey Maus steht, ist super. Kämpfen tut ja, indem ihr halt diese Kisten aufhebt und dann das auf Sachen wirft und so weiter. Aber eigentlich ist zu diesem Spiel nicht so super, super viel zu sagen, ehrlich gesagt. Typischer Plattformer, er ist nicht schlecht. Man hat hier also auf Auflockerung so ein paar Phasequenzen oder wie man das nennen will, mit so einem Boot und so weiter. Aber ist jetzt so nicht das Beste vom Besten irgendwie. Aber hey, Disney halt, ne? Darkwing Duck ist allerdings auch ein sehr schönes Spiel, lässt sich extremst von Mega Man inspirieren. Ich glaube, das ist auch vom Capcom sogar gemacht. Im Prinzip kann man es grob beschreiben als Mega Man mit Darkwing Duck Design oder Aussehen. Also ich spiele Darkwing Duck, ne? Auch eine der Zeichentrickserien, die ich damals sehr, sehr extremst gerne gespielt habe, weil die sich so ein bisschen selber auf die Schippe genommen hat. Ne? Dieser Held, der so ein bisschen tollpatschig ist und eigentlich waren seine Helfer, die ihm da meistens aus der Scheiße geholt haben. Und das ist einfach super. Und ja, der hat natürlich seine Pistole, hat verschiedene Arten von Munition und so weiter. Ne? Also schon so ein bisschen wie Mega Man. Auch, dass ihr so ein bisschen die Bereiche und Bosse euch frei wählen könnt und ja, also meiner Meinung nach schwenkt das schon so ein extremer Mega Man Vibe mit dabei, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen, weil die Mega Man Spiele sind ja sehr gut und daher, warum nicht, ne? Lieber so als schlecht neu erfunden, finde ich zumindest. Ja, das Dschungelbuch. Ich bin mit dem Spiel nicht warm geworden. Also ist okay. Die Grafik ist ja auch relativ spät erschienen. Für den Game Boy, finde ich, hätte man wesentlich mehr rausholen können, aus der Technik auf jeden Fall. Gut, der Film ist natürlich cool, klar, muss man nichts sagen. Aber auch hier wieder einer dieser typischen Plattformer, nicht gerade einfach, aber auch nicht wirklich gut. Also Durchschnitt würde ich sagen. Aber wie gesagt, bei der Technik, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht, weil da hätte man wirklich wesentlich mehr draus rausholen können. Da sind schon Spiele wie Super Mario Land und sowas erschienen und dann dieses Krümelige hier, ich weiß nicht, ob das sein musste. Disney's Little Mermaid, ja, war auch eins der Spiele, die ich relativ am Anfang getestet habe und da war ich ganz angetan. Und zwar ist das nämlich nicht so, weil ja, so ein Disney-Spiel, was erwartet man? Entweder ein Plattformer oder eine Minispielsammlung. Aber das Spiel ist beides von keinem. Okay, Plattformer wäre etwas unlogisch gewesen, wenn ihr eine Meerjungfrau steuert, die keine Beine hat. Wie soll das gehen? Und Minispielsammlung,
wäre die günstige Möglichkeit, sage ich mal, gewesen, natürlich so eine IP zu versoften, haben sie aber darauf verzichtet. Und zwar, ja, ihr schwimmt durchs Meer und müsst ein bisschen Rätsel lösen und kämpfen und so weiter. Also das ist echt gar nicht so verkehrt. Also das Prinzip so ein bisschen, das Shoot'em-up ist auch falsch. Ja, das ist Genre schlecht zu beschreiben. Also so eine Art Plattformer im Wasser. Also ihr läuft nicht, sondern ihr, ne, wie so ein Wasserlevel halt, aber mit einer guten Steuerung. Also lasst euch von den Namen oder sowas nicht abschrecken. Spielt da mal rein, das spielt sich mal angenehm anders und ist echt vernünftig gemacht auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spiel, Soccer. Ja, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Wenn ich mir hier auch die Grafik anschaue, nee, ich weiß ja nicht. Mein Lieblingsfußballspiel aller Zeiten auf dem NES und auf dem Gameboy ist natürlich Nintendo World Cup, weil sie das nicht so ernst nimmt. Ich bin absolut nicht so der Fan von Sportspielen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich euch da jetzt keinen tieferen Einblick geben kann. Vielleicht habt ihr Erinnerungen. Schreibt es in die Kommentare rein, ob das Spiel was taugt oder nicht. Scheint auf jeden Fall mit verschiedenen Ländern gemacht worden zu sein und mit verschiedenen Taktiken anscheinend. Ja, auch hier ein Tennisspiel. Auch wieder Sportspiel. Ne, ich nicht so unbedingt ein Fan. Das normale Tennisspiel, das ganz einfache mit Mario und so weiter, das habe ich damals mir vom Kumpel mal ausgeliehen, fand ich ganz cool. Auch hier, boah, keine Ahnung, was das ist, aber interessieren, solche alten Sportspiele interessieren doch heutzutage eh keinen mehr. Ja? Damals vielleicht, okay, gut, aber heutzutage, boah, wie viele bessere Fußballspiele und wie viele bessere Tennisspiele gibt es denn? Vielleicht sogar auch auf den Gameboy, kann ich nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Aber nun gut. Ja, Mega Man 2. Oh, das passt sich. Da habe ich jetzt letztens erst das gespielt und einen Test dazu gemacht. Also vorbereitet. Ich habe es noch nicht geschnitten und so weiter. Aber das wird jetzt so irgendwann in den nächsten 2-3 Wochen ungefähr kommen. Also ich habe das Skript geschrieben und schon gespielt auf jeden Fall. Gilt bei Mega Man Fans als eines der einfachen Mega Man Spiele. Euch wird hier im Prinzip das geboten, was ihr von einem Mega Man Spiel ja, erwartet. Verschiedene Level, verschiedene Robotermeister, ihr besiegt die, kriegt die Fähigkeiten, damit zieht er dann zum nächsten Robotermeister, der gegen diese Fähigkeit dann anfällig ist, habt das einfacher, bla bla bla. Ihr kennt das Spiel. Soll halt relativ einfach sein. Ich bin natürlich jetzt kein Mega Man, absoluter Mega Man Experte. Ich hab nur 2-3 Spiele bisher gespielt, oder 3-4 eher gesagt. Deswegen kann ich diese Schwierigkeiten nicht so ganz einordnen. Und deswegen habe ich das in meinem Test auch relativ so außen vor gelassen. Aber ich habe es oft gelesen, dass es unter Kennern wirklich als einfach ist. Aber ich fand das Spiel eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, ich kann euch natürlich jetzt keine genaue Einordnung im Mega Man-Universum, welcher Teil jetzt irgendwie wesentlich besser ist. Ich betrachte solche Spiele eher so für mich getrennt und beschließe dann für mich, okay, das ist ein Spiel, das ist gut, das lohnt sich zu spielen oder nicht. So entscheide ich das immer und da finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Kommen wir zum nächsten. Battletoads und Ragnarok's World. Hier auch ein super Spiel, ein Beat'em Up. Battletoads waren ja früher so Ende der 80er, kamen die ja auch von Rare sind die. Waren immer so bockschwere Brawler, also das surft natürlich so ein bisschen auf dieser Turtles-Welle mit. Ne? Statt Turtles haben wir hier halt muskulöse Kröten und so weiter. Man lässt sich gut durchkloppen. Die Spiele sind dafür bekannt, dass die arg, arg schwer sind. Und im Prinzip ist das Spiel immer dasselbe, nur in anderen Variationen immer. Dieses Spiel hier ist aber allerdings etwas einfacher, fand ich. Das konnte man eigentlich relativ gut durchspielen. Also hier zum Beispiel hier Turbo-Tunnel, der ist einigermaßen schaffbar. Auch diesen Turbo-Tunnel, so eine Art, ich weiß, ob der auch exakt so heißt, gibt es auch auf dem NES, ist aber viel, viel schwieriger und berühmt, dass der super frustig ist. Kann man eigentlich ganz gut spielen, auf jeden Fall. Wenn ihr einen soliden Beat'em-Up-Spiel haben wollt, könnt ihr euch da auf jeden Fall mal reingucken und das euch von den Namen nicht abschrecken. Es ist nicht einfach, aber auch nicht super schwer. Und kommen wir zum Metroid 2. Ein kleiner Schnitt zwischendurch. Ich muss ja mal alle halbe Stunde etwas pausieren. Deswegen nicht wundern. Das liegt an der Kamera. Die nimmt nämlich nicht länger als 30 Minuten auf. Habe ich hier und da schon mal erwähnt. Aber nicht wundern, wenn bei solchen Videos immer dann irgendwann tack, ein Schnitt kommt. Ich drehe es ja eigentlich immer ganz lieber komplett durch. Aber ja, Metroid 2, Nachfolger von Metroid auf der NES. Wow, ich weiß, Überraschung hätte man bei dem Namen niemals erwartet. Setzt im Prinzip die Formel natürlich super durch. Auch auf dem Gameboy sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, im Prinzip, wer Metroid noch nie gespielt hat, ihr spielt Samus Aran, müsst ein labyrinthartiges Bereich erforschen
und ihr kommt immer weiter, indem ihr neue Gegenstände und Fähigkeiten erlernt und damit dann quasi in anderen Bereichen weiterkommt, wo ihr vorher nicht irgendwo weiterkamt. Ja, zum Beispiel, dass ihr irgendwelche Hindernisse dann aus dem Weg räumen könnt plötzlich und ähnliches. Auch hier verliere ich jetzt nicht allzu viele Worte, ehrlich gesagt. Es sind natürlich hier viel, viel Lösungen. Es gibt verschiedene Bereiche, die auch etwas anders aussehen, die immer auch etwas andere Herausforderungen bieten. Sollte euch den meisten bekannt sein. Super Spiel, auch ein einzigartiger Klassiker. Habe ich damals nicht so wirklich gespielt, leider. Diese Metroid-Serie ist an mir damals leider komplett vorbeigegangen. Aber ist zeitlos, kann man immer noch spielen. Ich glaube, auf den, war es der 3DS oder DS, gab es ein Remake jetzt vor 2-3 Jahren. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Super Spiel, kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, und dann haben wir hier Space Invaders. Und dann fragt man sich, okay, das Spiel ist aus den späten 70ern, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also 78, 79, war ja einer dieser ersten legendären Arcade-Hits. Und so ein Spiel wird ja erst auf den Gameboy portiert und dann sieht das nicht viel anders aus? Guckt euch das mal an. Die Sache ist aber, dass in diesem Gameboy Cartridge quasi ein Super Nintendo Spiel enthalten war. Schade, dass ich dachte, sie zeigen hier Bilder. Und auf dem Gameboy habt ihr alleine halt nur dieses ganz einfache Space Invader Spiel. Ne? Auch aus der heutigen Sicht, persönlich finde ich, auch da mit Space Invaders wurde ich persönlich nie warm. Ähnlich wie Pac-Man, obwohl es so ein Klassiker ist. Aber wenn ihr das in den Super Game Boy Adapter reingelegt habt, habt ihr plötzlich quasi ein Super Nintendo Spiel gehabt und das war schon richtig, richtig geil. Also auf den ersten Blick sieht das Spiel sehr, sehr unscheinbar aus, aber wenn ihr es quasi mit den richtigen Mitteln habt, dann wird es richtig, richtig geil. Ja, die Schlümpfe. Schlümpfe war natürlich damals für die Kinder und sind Schlümpfe heute eigentlich immer noch angesagt, fällt mir gerade ein. Ich bin mir gerade echt unsicher, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall für Kinder immer super, solider Plattformer. Finde ich jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Aber Schlümpfe, ne? Kinder gehen halt immer. Typischer Maskottchen-Plattformer, der jetzt nichts extrem falsch macht, aber es auch nicht super einzigartig und gut ist. Verlässt sich halt eher so auf das Übliche. Ist, glaube ich, von Infogrames, wenn ich das richtig in, oder Infogrames, keine Ahnung. Obwohl, das war jetzt eher komisch ausgesprochen. Also es ist ja französisches Unternehmen und wie man es jetzt genau ausspricht. Ich hatte kein Französisch in der Schule, ich hatte Latein, deswegen verzeiht mir, dass ich da keine französische Aussprache euch bieten kann. Ja, die haben immer einen coolen Musikstil bei ihren Soundtracks gehabt, finde ich auf jeden Fall. Auch hier natürlich, ne, das übliche, verschiedene Welten, alte Goldmine, dann seid ihr auf dem Berg und hier und da, also gute durchschnittliche Plattformerkost wird euch hier geboten. Ich frage mich, wo, ehrlich gesagt, gerade, warum da so viele Seiten jetzt irgendwie gemacht wurden. Aber hey, vielleicht spielten da auch gewisse Marketingbudgets eine Rolle, ich weiß nicht. Tiny Toon Adventures 2. Ich bin mir gerade jetzt extrem unsicher. Ein Tiny Toon Adventures habe ich auch schon mal einen Test gemacht, aber ich glaube, das war der erste Teil. Aber der hier sieht aus wie der zweite Teil. Also ist ein damals sehr, sehr gute Plattformer eigentlich gewesen. Auch hier Maskottchen-Plattformer, nichts übermäßig revolutionär Neues und Besonderes, aber das waren ja die meisten Plattformer damals. Auf dem Super Nintendo sind die Spiele auch eigentlich sehr, sehr geil alle geworden. Und das sieht im Prinzip genauso aus wie der erste Teil. Also sehr, sehr guter Plattformer, schöner Grafikstil, auch schön abwechslungsreich, aber auch hier wisst ihr im Prinzip schon von vornherein, was euch so ungefähr erwarten wird. Auch hier habt ihr natürlich keine großen Überraschungen zu erwarten. Ja, Tasmania. Ich glaube, auf den Game Boy habe ich es nicht getestet. Ich habe es auf den Game Gear getestet und auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo war es da so eine Art Rennspiel mit Mode 7 Effekt. Auf den Game Gear war es ein richtig, richtig schlechtes Spiel. Wobei sich das ehrlich gesagt hier eher an den Game Gear orientiert. Deswegen ist meine Begeisterung ehrlich gesagt gerade nicht so hoch. Weil auf dem Game Gear war das Spiel absoluter Mist. Und aber wie gesagt, das sieht halt wie ein Plattformer aus, wo ihr euch, ne, dieser tasmanische Teufel hat ja diese Wirbelwind-Attacke, sage ich mal, oder Fähigkeit, wie man das nennen will. Und das scheint auch hier eine Rolle zu spielen. Auf den ersten Blick sieht es etwas anders aus als die Game Gear-Version, aber ganz ehrlich, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Auch hier, vielleicht kennt ihr das, ab in die Kommentare. Ja, Turtles 3, Radical Rescue. Ich war ja riesen Turtles-Fan damals. Und an mir sind aber allerdings diese Gameboy-Spiele, es gibt ja 3 Stück,
komplett vorbeigegangen, aber ich hätte die damals geliebt. Und der dritte Teil hier ist ein eigenständiges Spiel. Und zwar, die ersten beiden Teile sind relativ geradlinige Beat'em-ups. Aber dieser Teil, ihr seht schon an dieser auf den ersten Blick etwas verwirrenden Karte, es ist im Prinzip Metroidvania. Kann man sagen, weil ich sei in diesem Art Labyrinth mit verschiedenen Ebenen und so weiter unterwegs und auch hier müsst ihr dann erstmal gucken, wo könnt ihr hin und so weiter, verschiedene neue Fähigkeiten bzw. eure Kumpanen befreien und mit diesen kommt ihr dann in neue Bereiche. Also quasi, ja, Metroidvania kann man das sagen und das finde ich echt geil, weil die hätten sich einfach für den dritten Teil auf den Vorgängern aufbauen können. Aber nein, sie haben sich wirklich Mühe gegeben und hier mal nochmal einen anderen Spin quasi reinzuhauen. Auf jeden Fall ein super Spiel, kann ich nur euch empfehlen. Wobei, wenn ihr etwas geradlinigeres haben wollt, was ihr locker flockig so runterspielen könnt, sage ich mal, dann würde ich euch eher die ersten beiden Teile empfehlen, wobei sich auch da die Gemüter so ein bisschen scheiden, ob jetzt der erste oder der zweite Teil besser ist. Die einen sagen der erste, der andere der zweite, aber schlecht ist wirklich da kein Spiel, glücklicherweise. So, und jetzt kommen wir schon zum Super Game Boy Spieladapter. Hier werde ich jetzt aber allerdings, ehrlich gesagt, grob durchblättern, weil wenn ihr an den Super Game Boy interessiert seid, ich habe nämlich schon für den Super Game Boy Spieleberater, der war ja als Anleitung quasi bei dem Adapter dabei, habe ich schon ein eigenes Blättervideo gemacht. Also guckt da einfach rein, deswegen werde ich jetzt hier nur so relativ grob drüber huschen, sage ich mal. Also, im Prinzip, was war der Super Game Boy? Hier, ihr seht es hier so ein bisschen, es war ein Adapter, den habt ihr in euren Super Nintendo reingesteckt und da kam dann halt die Game Boy Cartridge rein und damit konntet ihr dann halt Game Boy Spiele in Farbe auf dem Bildschirm spielen oder auf dem Fernseher spielen. Farbe ist natürlich relativ, weil die Spiele an sich natürlich jetzt keine eigenen Farben mitgeliefert haben, brauchen sie ja auch nicht. Und dadurch konntet ihr die halt so ein bisschen einfärben. Das heißt, es ist natürlich jetzt kein Super Nintendo Spiel plötzlich draus geworden mit etwas geringerer Auflösung, sondern halt, es wurde halt so ein bisschen eingefärbt. Und lustiger Fun Fact, wer es nicht weiß, es ist nicht so, dass das Super Nintendo ein Game Boy emuliert, sondern es wurde einfach in diesen Adapter ein kompletter Game Boy quasi nur ohne Display eingebaut und das wird dann abgespielt. Das ist irgendwie verrückt, wenn man sich das so bedenkt, dass das billiger als das Emulieren war. Heutzutage kann irgendwie jeder Krüppelcomputer, sage ich mal, Gameboy-Spiele emulieren. Aber nun gut, damals war die Rechenpower natürlich nicht so hoch. Und hier sieht ihr zum Beispiel schon auch die späteren Spiele, die rauskamen, die hatten auch oft dann quasi schon auf dem Gameboy-Modul so ein gewisse Farbschematas und hier verschiedene Rahmen und sowas eingespeichert. Und das war halt so Zusatzverkaufsargument. Hier sieht man bei Donkey Kong, diese gute, schöne Farbgestaltung hätte man jetzt mit einem Modul, was jetzt dafür nicht optimiert ist, jetzt zum Beispiel nicht hinbekommen. Ne, also hier seht schon, also die Einfärbung, ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera, die Einfärbung. Ja, es ist halt Farbe, ne? Aber es ist halt so automatisch eingefärbt. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie gut ist. Deswegen, relativ gut, aber auch nicht. Wie gesagt, ich blätter hier nur mal grob durch. Hier, im Prinzip wird hier halt gezeigt, die ganzen tollen Spiele, wie toll man die jetzt einfärben kann. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt hier hübscher, das seht ihr, das ist Link's Awakening übrigens, irgendein Dungeon. Ich weiß jetzt aus dem Kopf jetzt nicht welcher. Ob das jetzt so viel schöner ist als das normale Standard. Ich glaube jetzt eher nicht, ehrlich gesagt. Die Schlümpfe, boah, also, ne, also, und das war damals geil. Das wurde damals so abgedruckt und die Leute haben sich gefreut, boah, ist das geil. Würde man heute anders machen, würde ich sagen, ne. Genau, hier der Space Invaders sieht man, dass das eingespeichert war, Space Invaders, oder? Ich dachte, die haben das hier ein bisschen besser gemacht oder habe ich mich mit Space Invaders und was da drauf ist, getäuscht. Egal, wenn nicht, werde ich mich wahrscheinlich unfreundlich in den Kommentaren darauf hinweisen. Und das war der Gameboy Spieleberater 2 schon. Ja, ich würde sagen, sehr, sehr schöne Auswahl. Ein paar natürlich fragliche Titel, wo man sich jetzt hätte denken können, ne? Gibt es vielleicht bessere Kandidaten, aber ich finde, groß und ganzen ein schönes Upgrade zu dem ersten Spieleberater auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt genauso viel Spaß dran, da durchzugehen wie ich und dass das Geheimnis, was sich im zweiten Spieleberater befindet, jetzt endlich gelüftet.
Ich hatte meinen Spaß und wie gesagt, in der nächsten Folge kommt dann der Super Nintendo Spieleberater 2 und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ich wiederhole mich, merke ich gerade. Bevor ich mich jetzt zu sehr ins Labern komme, danke, dass ihr reingeschaut habt. Haut rein, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr vorhabt. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.